Teil 3 meiner Geschichte des Wissensmanagement oder die Phase des Studiums mit den Ergebnissen der Überzeugung, dass es denkende Computer in Zukunft geben wird, dass Open Source Software und freien Modellen die Zukunft gehört und dass ich mich lieber im Bereich Praxis als im Bereich Theorie zu Hause finde. Die Anfangsphase des Studiums war natürlich mit Software-Themen gefüllt und mit Elektronik-Themen. Das war die Beschäftigung auch mit DOS, mit Novel, Aufbau von ersten Novel-Netzen, Durchführung erster LAN-Partys, des täglichen Beschäftigungs mit E-Mail, mit dem NetNews-System und dem großen Erlebnis, diesem Aha-Effekt der Einführung von Linux um 1992, 1993. Linus Torvalds war damals unser großer Guru, weil er es uns ermöglichte, selber an Betriebssystemen, an einem richtigen Betriebssystem zu arbeiten, zu programmieren, alles zu realisieren und eigene, wirklich komplexe Netze aufzubauen. Das war also die Phase der Überzeugung, dass Open Source Software wahrscheinlich die Zukunft gehören wird und der richtige Weg ist. Die zweite Überzeugung, die in der Zeit entstanden ist, war der Glaube daran, dass es in Zukunft, in gar nicht so ferner Zukunft, möglich ist, denkende Computer zu realisieren. Das kam aus der Ausbildung zu assoziativen Netzen, neuronalen Netzen, der Experimente, die wir durchgeführt haben, die gezeigt haben, dass ich also mit neuronalen Netzen Computer schaffen kann, die lernen, ich aber nicht mehr genau weiß, was sie gelernt haben und wie genau ihre Entscheidung ausfallen wird. Nur, dass es möglich ist, dass diese Computernetze Entscheidungen treffen, sinnvolle Entscheidungen treffen und ähnlich wie Gehirne bei zu viel Training am Ende durchdrehen und das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also natürlich bei einem Reset elektronisch. Also war ich der Überzeugung, dass in spätestens 10 bis 15 Jahren intelligente, selbstentscheidende Computer auf Basis von neuronalen Netzen möglich sind. Eine spannende, konkrete Herausforderung war damals das Thema Bildverarbeitung, Grafik, auch wegen der Speichermengen, die dazu notwendig waren. Und auch weil ich wahrscheinlich mich immer für Bilder begeistert habe, so habe ich mich dann im Hauptstudium vertieft in die Bereiche Bildkompression, Videokompression, digitales Fernsehen und alles, was mit Bewegtbildern und Grafiken zu tun hatte. Mein Hauptthema waren dann Kompressionsverfahren, in dem Fall die Vektorquantisierung, und ich habe dort Codebuchoptimierung, also Optimierungsverfahren auf Basis von Fuzzy-Algorithmen durchgeführt. Das hat dazu geführt, dass in Parallelteams zum einen sehr scharfe Optimierungsverfahren wie simuliertes Abkühlen und ähnliches durchgeführt wurden. Ich war Teil der Fuzzy-Fraktion und es gab noch Freunde von mir, die sich mit genetischen Algorithmen beschäftigt haben. Und auch hier hat sich wieder gezeigt, dass die unscharfen Entscheidungen oder auch genetische Algorithmen teilweise den scharfen Entscheidungen und Algorithmen überlegen sind. Das hat die Überzeugung auch gefestigt, dass unsere zukünftigen intelligenten Systeme auf unscharfen Entscheidungen und genetischen Algorithmen beruhen werden. Der zweite Effekt war, dass ich die Diplomarbeit in Utah auf einer Konferenz vorstellen konnte und dass die in den IEEE-Publikationen Mai 1994, also so einer wissenschaftlichen Publikation, die ziemlich hochwertig ist, veröffentlicht worden ist. Und gleichzeitig das Wissen hatte, dass wahrscheinlich diese Vektorquantisierung niemals Standard im großen Industrie werden wird, sondern dass solche Dinge große Konzerne entscheiden. Das hat dazu geführt, dass ich also keine volle Stelle zur Promotion in der Uni annehmen wollte, sondern mich für die Praxis entschieden habe. Und dort hatte ich die Auswahl eben zwischen der Philips Forschungszentrum zum digitalen Fernsehen, MP2-Encoder war das damals, dem IBM-Forschungszentrum in Heidelberg, da ging es um Multimedia-Protokolle und digitale Videoübertragungstechniken. Das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen zu promovieren und das aber voll in der Industrie auch bezahlt zu bekommen. Oder die dritte Option war eben das Bertelsmann Multimedia Labor, was die Chance bot, tatsächlich was in der Praxis zu bewegen in diesem Umfeld, sodass ich mich letzten Endes, ich glaube haarscharf, für Bertelsmann, nicht das IBM-Forschungszentrum, entschieden habe. Aber was auf jeden Fall klar war, ich wollte in der Praxis tätig sein und nicht in der Theorie tolle Algorithmen entwickeln, die dann in der Schublade verschwinden. Wichtig für mein späteres Leben, auch im Bereich Wissensmanagement, waren eben genau diese Erkenntnisse. Open Source ist eine spannende Entwicklung, also freie Inhalte, freie Software.
Das nächste ist die absolute Überzeugung, dass denkende, intelligente Computer möglich sind. Und das dritte war, ich möchte in der Praxis was bewegen und nicht theoretisch wissenschaftlich arbeiten. Das hat auch mein weiteres Leben bestimmt und darauf würde ich dann in weiteren Teilen Bezug nehmen.